ich sehe hier gar nicht so einen großen Paradigmenwechsel, weil wir uns im Vorfeld zum Beginn unserer Tätigkeit damit auseinandergesetzt haben, in welchem Umfeld wollen wir eigentlich aktiv werden. Und ein wesentliches Kriterium war für uns, dass wir gesagt haben, wir möchten in einem Bereich aktiv werden, der zukunftsorientiert ist. Und das war sowohl der Bereich der nachhaltigen Finanzierung als auch jetzt der Bereich der Pflege. Und wir wollen in einem Bereich aktiv werden, wo wir unsere Vorstellung von menschenwürdiger Zusammenarbeit und aber auch Tätigkeit übereinbringen wollen. Jetzt ist es so, dass man in der Pflege sicherlich erstmal nicht so den großen, die starke Gewinnorientierung sieht, aber letztendlich, wir können die Sache auch nicht ehrenamtlich machen, dann müssten wir sie nebenbei machen, sondern wir haben dort schon auch eine Margenorientierung und sehen aber dennoch die Möglichkeit, gerade auch in der Pflege mit relativ kleinen Margen und mit relativ kleinen Gewinnen dennoch eine wirtschaftlich tragfähige Firma aufzubauen.